Ja, warum man gewisse Essenszeiten einhalten sollte und was Insulin damit zu tun hat. Ja, das ist eine Aussage oder eine Frage, wo man schnell mal sagt, ja klar hat der Zeitpunkt des Essens eben seine Auswirkungen, aber stimmt das wirklich? Warum sollte man auf die Essenszeiten aufpassen und vor allem, was hat das Ganze mit Insulin zu tun? Ja, dieser Frage werden wir uns in diesem Video widmen. Ist da was dran? Sollten wir auf die Essenszeiten achten, damit eben hier Insulin, was auch immer macht, oder ist es ziemlich egal? Das erfährst du aber, wie du weißt, wie immer nach dem Intro. Ja, meine Lieben, hier bin ich wieder. Grundsätzlich wird ja die richtige Essenszeit genauso kontrovers diskutiert wie eben Nahrung, vor allem die beste, die gesündeste Nahrung. Hier gibt es ja tausende an Meinungen, das wissen wir alle. Die einen essen den ganzen Tag irgendwann, ja, denen ist es total egal, andere halten sich an fünf, sechs kleinere Mahlzeiten, die sie mehr oder weniger über den Tag verteilt oder eben auch in die Nacht oder in den Abend hinein verteilt zu sich nehmen. Die anderen essen wieder in einem ganz genauen fixen Fenster, wie zum Beispiel eben 20 zu 24 oder 16 zu 24, also 16 Stunden nichts essen und 8 Stunden eben Essenszeit. Und da ist es dann für die meisten auch wurscht, wann sie das machen, zum Beispiel von 18 Uhr bis 22 Uhr wird gegessen oder die ein längeres Fenster haben von 14 Uhr bis 22 Uhr. Ja, hat es nun irgendwie Sinn, auf die Essenszeit eben zu achten? Da gibt es ein paar Studien, die jetzt vor kurzem rausgekommen sind und die sagen eben, ja, dass Insulin eben einen Einfluss hat auf unseren sogenannten Biorhythmus. Ja, auf unseren sogenannten Biorhythmus hat Insulin einfach einen großen, großen Einfluss. Ja, und es ist ja grundsätzlich bekannt, ja, dass der Tag-Nacht-Rhythmus eben sich auf die Melatoninproduktion auswirkt. Das hat das jetzt mit Melatonin zu tun, da werden wir gleich noch hinkommen. Und diese Melatoninproduktion wiederum dafür sorgt, dass wir eben nachts gut schlafen können, dass jede Zelle in unserem Körper quasi weiß, was sie zu tun hat, dass hier die Zellen einfach richtig gut arbeiten. Eben auch inklusive unseres Hormonhaushaltes, also die Regulierung des Hormonhaushaltes und dass wir halt auch am Tag fit sind. Ja, nachts gut schlafen können, am Tag fit zu sein, das ist eine der Hauptaufgaben eben auch von Melatonin. Ja, und genauso haben eben unsere Mahlzeiten und vor allem der Zeitpunkt der Mahlzeiten Einfluss auf unseren Biorhythmus, so eben diese Studie. Und das hat, dass sie doch auch Insulin eben Einfluss auf diesen Biorhythmus hat, ist eben erst, wie schon gesagt, seit kurzem bekannt. Und in der nun vorliegenden gemeinsamen Studie des MRC Laboratory of Molecular Biology in Cambridge und der University of Manchester wurde eben erstmal gezeigt, dass auch Insulin als ein primäres Kommunikationsmittel am Biorhythmus eben mitwirkt. Ja, Insulin wird ja dann immer freigesetzt, das wissen ja alle, wenn wir eben etwas essen, vor allem kohlenhydratreich und vor allem schlechte Kohlenhydrate. Und dieses Forscherteam, ja, hat nun also an Zellkulturen und auch an Mäusen festgestellt, dass die verschiedensten Nahrungszeiten diesen Biorhythmus und somit jedes Vorgehen in jeder Zelle, in jedem Gewebe einfach beeinflusst und anpasst, indem es das Protein PER, also PER, stimuliert. Ja, dieses PER-Protein, das von den sogenannten Periodenken erzeugt wird, das einfach mal so nebenbei. Und dabei haben eben auch diese Forscher eben entdeckt, ja, dass der Biorhythmus gestört wurde, wenn die Mäuse zu den falschen Zeiten gefüttert wurden. Besser gesagt, wenn ihnen eben Insulin zugeführt wurde, und zwar, wenn diese Mäuse eben normalerweise geruht haben, dann hat sich das negativ auf deren Biorhythmus eben ausgewirkt. Ja, so schaut es
aus. So sind offensichtlich ist die Faktenlage bei dieser Studie. Klingt einfach auch plausibel und irgendwie auch logisch. Ne? Insulin zur falschen Zeit eben ausgeschüttet und der ganze zirkadiane Rhythmus, ja, so heißt eben der Biorhythmus eben auch, wird einfach absolut gestört. Ja? Und jetzt einfach nochmal zum Verstehen, auch eben für mich. Die primäre physiologische Aufgabe eben von Melatonin besteht eben nun, den 24-Stunden-Rhythmus zu steuern, der sich am offensichtlichsten im Schlaf-Wach-Zyklus eben äußert. Auch unterliegen Körpertemperatur, Blutdruck oder eben auch die Harnbildung eben diesem Wach- und Schlafrhythmus. Und dieser Rhythmus wird nun von Wachschlaf und dem Insulin reguliert. Ja, Melatonin steuert das Ganze und wird eben von äußeren Faktoren wie eben Insulin beeinflusst. Insulin also zur falschen Zeit, das heißt zur falschen Zeit essen, hat also Einfluss auf den Melatoninspiegel. Ergebnis ist dann eben oder kann sein, ja, metabolisches Syndrom, Adipositas zum Beispiel, Fettleibigkeit, eben Diabetes, vor allem Typ 2 und natürlich einiges mehr. Das heißt also, wenn wir das jetzt einfach mal ernst nehmen, wir sollten eben zur rechten Zeit essen, vor allem nicht mehr nach 18 Uhr, wir sollten es einfach so machen wie unsere urigsten Vorfahren. Ja, und jetzt kommen wir schon in die Richtung, macht das Sinn, ist an dieser Studie eben was dran? Meiner Meinung nach macht das natürlich Sinn. Und hier ist es natürlich ganz, ganz gut, wenn wir das eben so in die Richtung machen wie unsere Vorfahren. Rechtzeitig zu Bett gehen, na, das ist für mich auch nicht so wahnsinnig leicht, aber es ist einfach irgendwie klar, kein Sport nach 20 Uhr, diese Erfahrung mache ich auch immer wieder, wenn ich spät abends eben noch mich sportlich betätigt habe, dann ist es mir meistens nicht so wirklich gut gegangen. Ja, natürlich haben unsere Vorfahren, vor allem die in der Steinzeit, eher nicht Sport betrieben, aber die haben sich halt eben anderweitig wesentlich mehr bewegt. Die waren tagsüber meistens auf der Jagd und haben sich dann auch rechtzeitig schlafen gelegt. Und zwar, wenn es dunkel war, weil die hatten noch keinen Schalter, wo man einfach mal so draufdrückt und Licht macht. Ja, hier haben sich die Zeiten einfach massiv geändert und wir wissen ja, wir hören ja immer wieder, vor allem unsere biologische Uhr, die tickt halt nicht so, wie wir es jetzt schon gerne hätten, sondern da sind wir noch wesentlich weiter unseren frühesten Vorfahren eben dran, als wie es eben unser Umfeld, was wir uns hier mittlerweile ja schon geschaffen haben, eben eigentlich bräuchte. Ja, Bewegung und Sport eben nur dann, wenn man nichts gegessen hat. Das sind eh so alte Weisheiten, aber es ist einfach mal gut, wenn man weiß, warum das eben auch so wichtig ist, dass nicht unsere Mutter, um etwas zu Fleiß zu tun, einfach gesagt hat, du gehst mir jetzt nicht schwimmen, du hast was gegessen, sondern sie hat es zwar auch nicht gewusst, aber es wurde halt eben weitergegeben. Ja, meine Lieben, das wäre es jetzt einfach mal. Ich muss sagen, es wundert mich in dem Falle nicht mehr, umso länger, dass man sich damit beschäftigt, ja, wundert es mich einfach nicht mehr, wenn bei vielen Menschen, mit denen ich einfach auch arbeite, ja, ich arbeite mit vielen jungen Leuten, ja, wenn da der Schlaf-Wach-Rhythmus einfach komplett gestört ist. Ja, das ist unglaublich, wie müde diese Menschen oft sind in der Früh schon, wie unmotiviert, wie zum Teil deprimiert diese einfach sind, weil bei denen dieser Wach-Schlaf-Rhythmus komplett gestört ist mittlerweile, weil viele junge Menschen vor allem unglaublich viel Zeit und zu später Stunde mit Handys verbringen, mit Spielen verbringen und so weiter und so fort. Dann kommt natürlich noch ungesunde Nahrung dazu, dann kommt noch Energy und sonst irgendwelche Drinks dazu. Also da wundert es mich gar nicht mehr, wenn die einfach nicht mehr so richtig ins Tun kommen, weil sich da eben die Zeiten komplett verändern und wie gesagt, der Biorhythmus tickt eben ganz, ganz anders. Ja, in dem Sinne kann ich einfach nur sagen, ich bin der großen Überzeugung, dass diese Aussagen, dass eben Essen hier ganz, ganz massiv eben etwas oder eben auf den Biorhythmus einwirkt, das kann ich hier aus meiner Sicht unterschreiben, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, ein Angebot, einfach ein bisschen mehr draufschauen, wann man was isst,
wie man vor allem auch isst und natürlich auch was man isst, weil das unserer Gesundheit zuliebe. Ja, meine Lieben, das war's in diesem Video. Ich habe euch lieb. Gebt mir ein oder mehrere Daumen, ihr wisst, schreibt eure Meinung in die Kommentare, weil da kommt dann ein richtiger Diskurs zustande. Und ja, nicht vergessen, ich habe ja und empfehle immer wieder ein paar Mittelchen. Wenn ihr da was brauchen könnt, schaut einfach rein auf meine Homepage, bewusstgesund-lebensmut.at, hier nochmal nachzulesen. In dem Sinne, bleibt mir gesund, wenn ihr es noch nicht seid, dann werdet es auf jeden Fall, weil das ist auf jeden Fall das Wichtigste, meine Lieben. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, tschüss und Servus.